Metalhead Industries. Ach, ob der Iron Man dabei ist bei Metalhead Industries. Das ist ein Iron Man. Fand ich ganz so sehr, aber gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vampire the Masquerade Bloodlines. Was war das jetzt für Grafikfehler? Seht ihr den Rauch auf der linken Seite? Ah, was wird herkommen? In der letzten Folge haben wir das mit diesen Snuff-Videos geschafft. Und sie sagt whatever. I don't think so. Er sagt so gar nichts. Interessant. Nachdem wir das, wie gesagt, geschafft haben, dieses Video geholt, natürlich auf der Hauptaufgabe natürlich dann bekommen, dass wir dann hier das machen sollen, dass wir dann in Hollywood Hills in so ein Häuschen gehen sollen, wegen Urhebern, der das produziert hat. Was ist das eigentlich? Fast Bock? War hier schon mal drin gewesen? Warum können Sie die Tür nicht öffnen? I don't think so, buddy. Oh, ich komme hier gar nicht rein. Jetzt ist wirklich auch mal die Frage, ob das später oder eigentlich ursprünglich gedacht war, dass man hier mal reingehen sollte. In dieses Last Bug, Fast Bug. Denn wie gesagt, gut, man sieht ja, dass es halt, ne, kommt man nicht rein. Ich weiß nicht, ob man da ursprünglich reingehen sollte oder hier. Was ist das für Explosion eigentlich? Ich hatte einfach so mal rupsen hier. Also halt, wie gesagt, die Frage. Ja, das muss nicht. Komisch. Ja, wie gesagt. Und. Oh! Scheiben klirren. Weit eingeschlagen, Schüsse fallen. Also halt, die Frage, wie gesagt, wie viel eigentlich ursprünglich geplant war. Klein in Santa Monica wissen wir ja. War ja auch vieles gewesen, was mal geplant war. Wo es Orte gegeben hat, die will auch da rein, so als ob die eigentlich Ladezonen wechseln könnten. Dass sie dann also verschwinden wie bei anderen Teilen, wie bei Fallout zum Beispiel. Als ob sie dann hier reingehen könnte, theoretisch. Als ob das eigentlich ein interagierbarer Gegenstand wäre oder halt Objekt. Dass man dann theoretisch mal ursprünglich, wie gesagt hat, reingehen könnte. Aber klar, wie es halt gewesen ist. Es wurde halt vieles nicht umgesetzt, was halt mal geplant gewesen ist. Da denke ich mal, dass auf alle Fälle das Gebäude hier bestimmt mal noch einen Sinn gehabt hätte. Ich denke es einfach. Vor allem habe ich es immer bei den Gebäuden gesehen. Oder halt, wo auch der Verdachtswüste sehr groß ist. Die halt, wie gesagt, auch auf der Karte hier schon direkt eine Nummer haben. Zum Beispiel. Wo ich mal denke, könnte das schon sein. Wobei andererseits bei Vesuvius, die 9 sehen wir ja dort. Zwischen 6 und 9 ist das Gebäude, was ich eben gesehen habe, was ich gesagt habe. Aber gut, das war also schon nicht geplant gewesen. Und das Mausoleum auch nicht, aber man sieht halt die Gebäude, die halt direkt ein, naja. Ja, wie soll ich sagen? Das hier, die Nummer haben alles, das sind echt die Gebäude, die entweder mal betretbar sein sollen, oder die halt, wie gesagt, wichtig sein sollen. Na ja, gut, gehen wir hier rein, das Vesuvius. Oh, nur Barzahlung. Nicht nach 8 Uhr. Na gut. Okay, ich habe jetzt auch 3 Wochen lang dieses Spiel nicht mehr gespielt, habe jetzt generell. Ja. Erstmal nicht abgenommen. Ich hatte mit nicht so die Zeit gehabt, hat mehr vorhandenes Videomaterial abrendern lassen und so. Also, ja, was haben wir denn hier? Ein Vesuvius-Kalender. Hoffentlich ist das jetzt nicht für YouTube zu erotisch. Was haben wir hier? Was soll das eigentlich sein? Wahrscheinlich vor ist. Irgendwie. Was? End? Na, keine Ahnung. Wahrscheinlich Kleidmittel oder sowas. Hier ein paar T-Shirts. Vesuvius weg. Shirts. Black Eyes. Ach ja, genau. Videos. Kalender. Und Lava-Lotion. Na klar, so Kleidmittel. Kleidgel. Girls of Vesuvius 1 und 2 und Hollywood Hotties. Oh, oh, oh. Nun sind sie die Raser hier. Das Hollywood Hotties. Vesuvius 1 und 2. Der Kalender und anderer Merchandise. Sie redet nicht mit mir. Ich bin wahrscheinlich als Kunde hier nicht gut genug. Aber zumindest kann ich Cash abheben. Ey, wie kommt man eigentlich rein zu der Frau? Ach, das ist auch so eine Tüte immer nicht. Like what you see? Ja, mir gefällt, was ich sehe. Aber ich komme hier nicht rein, deine Tür ist zu. Naja, musst halt drüber klettern, wenn du den Feierabend hast.
So, der Typ, der hat Glück, wie es aussieht. Da kommt ein schöner Tanz von dir. Der wahrscheinlich hat es auch schon reinbekommen. Also du guckst ein bisschen kribbelig. Yeah, gonna be a long night. Naja, ist das schon recht, so eine lange Nacht. Echt, wieso kann ich durch die durchgehen? Oh. Ich glaube, das ist ein Geist. Jetzt bin ich in ihr drin. Mit ihren Steinflippeln. Ach, naja, gut. Hey there, sweetheart. My name is Misty. Can I interest you in a private dance? I've got something special in mind, just for you. Oh, das ist Misty aus Pokémon. Du hast einen Ash gelassen und Rocco. Das ist ganz besonders vom Klingon. Ja, danke, wenn ich mal anders überlege, komme ich auf dich zurück. Vergiss es jetzt dann leicht, dann habe ich schon bessere Rückkehrung gesehen. Ach, sagt dir eins, klingt gut. Great. Now all I need from you is $100. And then we can go back and get things started. So viel ist jetzt für mich? Ach komm schon, Süße. Wie wär's mit 60? Ach, das wird trotzdem zu viel. Hört sich gut an, ist gescheit. Mit der Zeit ein bisschen knapp bei Kasse. Ich mach's mal die 3. Ich halte sie mir warm. Was sieht aber bei ihr aus, das Gesicht auch verbessert durch die Mutter, aber die Haare, ja, nicht unbedingt. What? Then I'm a little short on time, sweetheart. Sorry, but I don't give up these goods for free. Tja, meine Zeit ist ja nicht umsonst. Es verstehe ich ja zurück, wenn ich die Grünen habe. Was? Warum soll ich dafür bezahlen? Das hast du doch schon getan. Und im Übrigen hat man dich dabei über den Tisch gezogen. Ich sag mal die 2. What? Listen, I don't have to take this kind of crap from you, bitch. Go pay for it somewhere else. Gerne doch, bis später. Hey, hi there. Ja, wenn ich jemals so verzweifelt sein soll, springe ich lieber auf eine Brücke. Oh Gott. Ach, das ist der mit Mysterious. Da hast du wie so ein Vulkan gemacht, ne? Die tanzen da. Ah, kann ich mit dem Typ reden? Nee. Ich will auch tanzen. Oh, ich will tanzen, aber ich komme nicht rüber. Und sie sprach: Wand, die mich abhält. Na, Dickerchen, was soll denn, Dicker, warte, hier kannst du hinter mir draufstellen auf dein Bäuchlein, ne? Ach, das ist ein Zwillingsbruder. Ich gehe mal aufs Klo. Das ist mir einfach alles viel zu viel. Dieses versiffte Klo will ich aber nicht benutzen. Ah, sieht ja noch schon mal aus. Das Spielgerät habe ich immer noch nicht. Geht aus mit einem Klo. Oh, look what just walked in. I can't imagine you get much of a rise out of Vesuvius, being what you are. Maybe I'll have more luck with you. Ach, da ist sie. Ich habe nur ihren Namen vergessen. Warum ziehen wir uns nicht ein bisschen zurück? I was just thinking the same thing. Ach, VV ist das. Ja, sie ist auch ein Vampir. Eine vampirische Dame. Ach, bei der Kerl sieht da nicht mehr so aus. Wie ein Vampir, uiuiui. Oh, hier komme ich nicht rein. Oh, hier auch nicht. Hey, Dude, ich will was trinken. Hey, Dude, ich bin ein zahlender Kunde. Eine zahlende Kundin. Ich möchte gerne Alkohol haben. Caipirinha. Caipirinha. Oder einen Long Island Iced Tea würde ich auch nehmen. Oder einen Mai Tai. Auch nicht. Ich würde auch einen Likör nehmen. Auch nicht. Mach dein Behalts doch für dich. Ich wollte Umsatz bei dir schieben, dass du Umsatz bekommst. Aber wenn du dich fehlst, lass mir das sein. Ist das noch einer, mit dem ich hier reden kann? Oder ist nur VV? Ja, läuft jetzt mal rum hier, der Kerl. Das sieht mal gefährlich aus. Gibt's sonst noch irgendjemand, mit dem ich interagieren kann hier? Ah, jetzt häng ich fest. Kannst du nicht reden? Kannst du nicht reden? Kleine Separé. Aha. So ein kleiner Glitch gewiss. Kannst du dich da zurückziehen hier? Ah, zwei sind frei, kommst du nicht durch? Gut, was mehr gibt's eigentlich? Dann kann ich eigentlich nur noch hoch zu Vivian gehen. Ich glaube, hier ist gleich wen. Oh, jetzt hat sie. Misty hat Kundschaft, da freue ich mich für sie. Wie gut, die Misty hat Kundschaft. Ash ist zurückgekehrt.
Hat auch das Rocco gewesen? Ich weiß nicht. Ach, das ist das VIP-Zimmer. Candy und Bambi. Candy und Bambi. Und Misty. Misty habe ich schon gesehen. Die anderen beiden weiß ich nicht. Und die sind vielleicht oben und tanzen da. Cindy gibt's auch noch. Aha, ist der Ort. Kleiner Pool. Gut. Was hast du zu sagen? VV? Isn't this better? You and me alone? For just a little while. Away from Jihad and the nonsense. And the dangers. Just the two of us. I don't want to spoil the moment. But there's a reason I needed to speak to you alone. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aber gespannt auf den zweiten Teil von diesem Spiel, ja, weil es soll ja dann, ich weiß nicht, wann es rauskommt, oder wann es irgendwann rauskommen sollte, oder ist schon was, weiß gar nicht, ist das schon was? Also wenn es, soll es einen zweiten Teil geben, oder gibt es schon, weiß ich, wenn es eigentlich unbedingt immer auf dem Laufenden, nicht nur halt den meisten Trailer zu Bloodlines 2. Das ist ja nicht schlecht, das habe ich mal gesehen, dass auch einige Charaktere aus Teil 1 wieder da sein sollen. Zumindest Damsel, also hier die Tussi aus diesem Last Round in Downtown, die ist wieder dabei. Ich weiß nicht, wer noch dabei ist. Also wenn es die euch gesehen ist, ist dabei. Ich glaube, Beckett glaube ich auch. Das könnte nicht schlecht sein. Das sah zumindest jetzt so vor dem Trailer, wie gesagt, gar nicht so verkehrt aus. Könnte was werden. Lass uns den Augenblick noch ein wenig länger genießen. Let's. Ach, ein Turator stand eben unten als viertes, als ist ein Turator im Clan. Nur noch ein bisschen. Also, worüber wolltest du mit mir sprechen? The reason I asked you up here is because I and the rest of the Hollywood Kindred have been under surveillance lately by hunters. I didn't want you to say anything that might draw attention. Bist du sicher, dass das der einzige Grund ist? Maybe not. I'm Velvet. Velour. But you can call me Vivi. I only let people I like call me that. Feel free to flaunt it. It's been months since I've seen anyone new in here. I was starting to take it personally. And who should finally walk in but a real celebrity? I've heard a lot about you. So, wouldn't you like to know about me? Velvet. Velour. So langweilt mich jetzt schon zu tot. Kommt jetzt die Stelle, wo du mir sagst, dass du eigentlich ein Model oder eine Göttin hättest werden können? Flatterer? No. I'm just a dancer. Keep it up and maybe I'll give you your own very private show. I can make your heart beat again. Oh, sie kann mein Herz zum Schlagen bringen. Sie über den Sinn bei Mr. Burns. Wenn es dann ein Blitz mit meinem Gestirn ist, dann, oh, mein Herz, es schlägt wieder, ich höre es wieder pochen. Erzähl mir noch etwas anderes über dich, darauf wette ich, würde gerne mehr wissen. Ich sag mal jetzt, darauf wette ich würde gerne mehr wissen. I'm like a book. All you have to do is run your finger down my spine and crack me open to see what I'm about. Oh, so wie sie grinst. Richtig verwegt. Erzähl mir von deinem Jägerproblem. Danach können wir dann unsere Finger einbringen. Oh, 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 das ist ja schon zweideutig. Unsere Finger einbringen, ja. Hunters. Yes. They've been staking out Hollywood for several weeks. They've been in Ash's club, mine, few others. I think they're whittling down their list of suspects. I'm a bit nervous. Until recently, I had one right under my nose. Aber sie sind doch jetzt weg, oder? Ich sag mal die Eins. Was meinst du? For a few weeks, one of them was working here at Vesuvius, keeping an eye on the clientele. I found a weapon in her locker and I fired her. She's still in Hollywood watching my club. And me. Aber es ist eine Undercover gewesen. Ich könnte mich vielleicht um sie kümmern. Das mag schwierig zu akzeptieren sein, aber du müsstest sie wohl umbringen. Nimm die Eins. Ich könnte mich ja vielleicht um sie kümmern. Would you? I think it might be a little much to ask. Sicher, es wäre ein Verbrechen. Wenn einer Frau wie dir etwas passierte. Och, das ist ja theatralisch. Die Schleimspur wird immer größer. Ich hoffe, ich rutsche die alte hier nicht aus. You'd really be willing to do this for me? I won't lie. It's gonna be dangerous. But if you got rid of her,
I'd be grateful. Very, very grateful. Und wie grateful willst du dann deine Schuppe gleich bei mir? Das hört sich gut an. Wo ist sie? She works over at the Sinbin now. Her hair's blonde. On top. Broken heart tattoo on the small of her back. Dances under the name Chastity. As if that wasn't a dead giveaway. I want you to understand. I don't want any innocents killed on my account. So if there are other dancers or patrons around, you'll have to lure them away from her. Do it as quietly as you can. No witnesses, please. And be careful using disciplines around the hunter. Sinbin? Ich muss überlegen, wo ist Sinbin eigentlich? Ich hab's schon mal gelesen, aber ich, wie gesagt, schon eine Zeit nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo das eigentlich ist. Ich kann nichts versprechen. Ich hätte noch eine weitere Frage. Bevor ich gehe, noch eine weitere Frage. Dann machen wir die zwei. Mhm. Erzähl mir von dir. Mhm. Du bist also eine Stripperin, was? I'm a dancer. Ja, natürlich. Ich habe noch eine andere Frage. Mhm. Ist Vivid dein echter Name? It is now. Ah ja, es ist jetzt. Wie bist du zu einem Kane's-Kind geworden? I'm sorry. I'd rather revel in the present than dwell on the past. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Mhm. Oh, ich kann nichts weiter fragen. Gut. Mach's gut. Look who's back. Vivi, Vivid oder Miss Willow? Vivi. Couldn't stay away, could you? Nein, das konnte ich nicht. Mhm. Was gibt es so zu tun in Hollywood? Mingle, sightsee, chat, and me, of course. Noch eine Frage. Mhm. Wie heißt du im Chat? Was kannst du mir über Ash sagen? Ach, Ash, Misty ist auch da. Das ist bestimmt Rocco unten, der gerade bei Misty ist. Ash, Isaac does so love him. We're like step-siblings, Ash and I. But I think Ash is reckless. He's never been comfortable with what he's become. And he's getting careless. Tja, ich weiß auch gar nicht. Ich habe ihn ja gerettet. Und wie gesagt, eigentlich soll dem Spiel mal sein, dass er dann gefangen wird von den Jägern und dass man ihn befreien soll. Aber halt nur mit den unoffiziellen Patch Plus und ja. Ich hatte ihn zwar, wie gesagt, mal in der Steam-Version mal getestet und ja, läuft ja auch irgendwo. Aber ob das, weiß nicht, muss ich mal sehen. Also das Spielstand geht wohl halbwegs, manches ist nicht ganz so hundertprozentig, aber ich würde es vielleicht mal testen, dass ich dann das mal rüberschiebe, falls ich dann soweit bin. Muss ich mal sehen. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ich will nichts versprechen, ich denke mal, dass wir dann diese Mission sehen werden und wahrscheinlich nicht wieder voll sein. Mhm. Erzähl mal von Isaac. I adore Isaac. He's the father I never had. Why, if anything happened to him, I'd just end it all. But nothing ever will. Isaac's gifted, a saintly patron of the arts, and the most respected kindred in this city. Mhm. Mhm. Na gut, mehr kann ich also nicht fragen. Also, das Sinbin. Sinbin. Aus der Bahn, lauf weg. Ich muss ins Sinbin. Ich habe noch keine Ahnung mehr, wo das ist. Wo ist das Sinbin? Sinbin, wo ist das? War das Sinbin nicht in Santa Monica gewesen? Wo muss er eigentlich hier sein? Sonst macht es ja keinen Sinn. Sinbin. Die 7. Ach, die muss 7 nicht nah sein. Ach ja, klar, das Sinbin ist dieses. Ja, wo du die Filme kaufen kannst. Ich würde sagen, Sinbin hat das mal immer gelesen. Abspeichern. Ah ja, stimmt, genau hier war das Sinbin gewesen. Ich würde sagen, oh, den Namen schon mal gelesen. Aber dass es natürlich dieser Pornoladen ist, wusste ich jetzt nicht mehr. Ach, dort sind die Piepschluss. What can I do to you, honey? Ich frag mich, ob das die gewesen ist, die wir unten bei der Beepshow gesehen habe, die da getanzt ist. Wahrscheinlich eine andere. Er arbeitet hier ein Mädchen mit einem Tattoo in Form eines gebrochenen Herzens auf dem Rücken. Yeah, Chastity. She works downstairs in the booth. But if you're looking for someone to, trim your hedge, I got better girls than her.
She ain't exactly adventuresome. Know what I'm talking about? Ich bin sicher, sie macht das schon gut genug. All right, it's your dollar. But if you want a private show, you're gonna have to wait until the booth customers clear out. The girls don't come out for one-on-one action until then. Yeah? Hollywood. Nö, hat nichts weiter zu sagen. Gut. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Shit Shop. Komm hier natürlich noch nicht rein. Nachher holt sich neues Geld. Hey, du da! Er holt sich neues Geld. Ach, hier ist zwei drin. Ah ja. Ah, hier ist auch schon noch einer drin. Ah, jetzt habe ich Geld ausgegeben. Tja, wie bekomme ich denn die hin, dass die weg sind? Hatte ich schon mal gehabt hier. Hier komme ich ja nicht rein. Wo ist denn der Typ? Typ? Ach, ich bin jetzt auf einmal hier. Wahrscheinlich die Hindernis ist wahrscheinlich. Also die Frage, wie kann ich die wegbekommen? Oder muss ich die vielleicht kurz ansaugen, also dass ich hier. Also ich das saugen, das meine ich jetzt nicht, meine. Das meine ich. Das ist eher kurze Zeit, wie soll ich sagen? Benebelt. Weil jetzt zum Beispiel kurze Zeit benebelt, vielleicht zählt das auch jetzt. Ja, jetzt ist die alleine. Die andere ist fort auf einmal. Ah ja, da hinten ist er ja. Bist du das? Nee. Ey, du da, komm her. Ich muss auch zugeben, ich weiß nicht mal, wie ich das jetzt eigentlich machen könnte, dass ich jetzt die alleine habe, meine, weil die ist ja auch noch drin. Raus? Nee. Ich kann da nicht mit dem sprechen, dass ich sage, komm her. Es kann auch sein, dass die wieder wachsen, oder? Nee. Ja, hier der Typ ist schon aber. Es kann auch sein, dass das nicht der richtige Weg ist. Naja, die sind auch wieder. Ach, wieder wach. Das will sie ja nicht töten oder irgendwas, aber ich kann nicht mit denen interagieren. Ich will's mal testen. Ich mach die mal tot hier. So. Ah, jetzt käme die Alze raus. Ah, jetzt ist zum Beispiel die Tür offen und die qualmt. Das ist zwar schön und gut, aber ich will ja wissen, wie ich das schaffe, dass ich die jetzt töte. Hm. Ich kann ja mit denen hier nicht reden. Geschoss, Blutlöderung. Vielleicht Tronks. Da muss natürlich das aber unten sein. Dass die jetzt rauchen. Ja,
Naja, das bringt auch nichts. Jetzt sind die auch wieder schon so weit. Das andere, was ich hier mache, bringt eigentlich auch nicht wirklich viel. So. Ich meine, ich könnte die umbringen, aber was habe ich davon? Ich meine, ich muss eben bekommen, dass die hier rausgehen. Oh, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht wie. Also mit Manager, ich kann hochgehen, ob ich vielleicht irgendwie sagen kann, hier, macht euch fort, ich bezahle euch mehr. Ja, ich bezahle den Typen mehr Geld, aber. What can I? Yeah. Nee. Hollywood. Nein. Mach dich weg. Und eigentlich nur wisst, wie ich diese beiden Kerle rausbekomme. Na gut, der holt jetzt immer Geld, aber. Das bringt mir auch nichts. Wie gesagt, das ist eine gewisse Zeit, dass die dann. Naja, bewusstlos jetzt, sag ich mal, sonst hast du nichts davon. Dieses Benebeln, wie gesagt, ist halt nur eine gewisse Zeit. Ist die Tür jetzt offen? Nee. Ja, das ist das Tattoo hier mit den gebrochenen Herzen. Aber wie gesagt, wie bekomme ich das hin, dass ich die Einzel bekomme? Weil sie mich getötet haben, wie gesagt, die beiden haben wir gesehen. Dann ist die Tür aufgegangen und ist die in den Raum gegangen und naja, die wird mich angreifen. Aber ich will die halt nicht töten hier, die beiden. So zählt sich, das zählt also wirklich nur, wenn die tot sind im Ende, aber das macht ja für mich irgendwie keinen Sinn. Ich muss es doch auch anders irgendwie schaffen. Oh, ich hab vielleicht die falsche Waffe ausgewählt. Was ist, wenn ich die boxe, dass die vielleicht. Ich sag hier, ich prügel die raus. So. Vielleicht zählt das. Ja, ich will die Kabine. Hey, who's there? Ah, oh, der hat's natürlich nicht mitbekommen, der Fette. Oh Gott, das ist so geil gewesen, dass ich nicht mitbekommen, dass ich ihn eine drüber gezogen habe. Oh, der ist natürlich gleich tot. Ich glaube, da muss ich dir wirklich mal, wenn ich dann die Folge gleich beende, wahrscheinlich mal die Lösung gucken. Der ist so ment, außer die. Ich sag, bleib mal zu boxen. Und halt, dass ich die wirklich töte. Das ist genauso. Ist der tot? Weiß ich nicht, wie gesagt, wie ich das jetzt schaffen soll. Na gut. Ehe wir das jetzt noch sinnlos hier fortsetzen, jetzt würde ich sagen, ich beende da schnell die Folge und möchte ganz einfach mal die Lösung gucken. Und wie gesagt, ich habe mit keine Ahnung, wie ich das jetzt schaffen soll. Wir haben ja gesehen, wie ich dies umbringe, die beiden, oder halt zumindest einen von denen. Da wird die Alte aufmerksam, hier diese Stripperin. Da sieht die. Oh, da ist ein Papier. Aber ansonsten. Tja. Na, ich hätte mir nicht gedacht, wenn ich das jetzt so mache, dass ich mal kurz ihn hier beißen will, oder das hat die ehrlich mitbekommen. Oder muss sie sich vielleicht umdrehen? Ja, die Blonde, die Jägerin. Hier, bezahl. Da kommt ihr euch an, bezahl. Dein Geld, ich mein's. Jetzt muss man die Alte sehen da drin, die Vampire. Ja, Maskerade brauchen, toll. Und jetzt ist zwar wahrscheinlich die Tür offen. Naja, nee. Das bringt mir ja nichts, wie gesagt, jetzt habe ich Maskeradebruch begonnen. Ja, gemacht. War nix. Oh Gott. Oh Gott. Nee, wie gesagt, ich werde das mal offline mal testen. Gut, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerade mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge habe ich dann hoffentlich herausgefunden, wie ich dann das hier lösen kann und dass ich die töten muss. Und naja, wie das dann vielleicht eigentlich gedacht ist, weil jetzt so, muss ich ganz ehrlich sein, ich habe keine Ahnung. Also gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.